Dankeschön, Frau Hof. Ich darf Sie auch alle recht herzlich hier zum 4. Katapraktikertag begrüßen. Nachdem ich letztes Jahr als Zuhörer hier war, sind wir als Firma Modin gebeten worden, auch von unserer Erfahrung etwas ein Stück weit weiterzugeben. Und ich freue mich, Sie in den nächsten 20 Minuten mal hineinzunehmen in die Art und Weise, wie Modin die Verbesserungs- und Coaching-Kata umsetzt. Zu Beginn einen kurzen Überblick, ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Robin Munke, wie bereits vorgestellt. Ich habe Maschinenbau studiert an der Fachhochschule für Technik in Esslingen mit der Vertiefungsrichtung Produktion Organisation. Kam über die Diplomarbeit zur Firma Modin, konkret zu unserem Headquarter in Filderstadt-Bohnlanden. Ich denke, man hört es auch in der Sprache im Großraum Stuttgart. Habe meine Karriere begonnen bei der Modin Europe GmbH, ein Automotive-Werk, im Jahr 2006. Nach zwei Stationen mit Personalführung, einmal als Leiter Technik im Selving-Standard, auch dann nach dem Standardwechsel als Leiter Industrialisierung, bin ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren für unser MOS-MPS verantwortlich, für die Region Europa. Eigentlich war es geplant, heute diesen Vortrag zweigeteilt zu machen mit unserem Werkleiter aus Neuenkirchen, Hartmut Wilfer. Leider kam hier ungeplant ein Sportunfall dazwischen, weshalb er sich heute recht herzlich entschuldigen lässt. Aber trotzdem möchte ich mich bei ihm an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken für die intensive Vorbereitung für diese Präsentation. Wie Sie auch dem Lebenslauf entnehmen können, handelt es sich hier um einen sehr erfahrenen Werkleiter, der bereits vor einigen Jahren selber mit der Kata, mit der japanischen Kultur, während seiner Zeit bei der Unterhaltungselektronikindustrie tätig war und sie entsprechend auch in unserem Werk in Blitzhausen, wo sich auch entsprechend unsere ersten Wege kreuzten, umsetzte und seit 4 Jahren als Werkleiter und Geschäftsführer die Geschicke von Neuenkirchen lenkt. In der zweiten Hälfte des Vortrags möchte ich auf die praktische Umsetzung in konkret diesem Werk eingehen. Ein paar Worte zu Modin. Modin als solches wurde im Jahr 1916 gegründet in Racine, Wisconsin, 1,5 Stunden nördlich von Chicago. Stand heute im Fiskaljahr 2013 hatten wir einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar, amerikanisches Aktienunternehmen. Heute beschäftigen wir knapp 6.500 Mitarbeitern in 30 Niederlassungen über 16 Länder verteilt, also hier global vertreten. Die Umsätze verteilen sich wie folgt, ca. 50% im Bereich Nordamerika, 50% in Europa, wobei auch hier der asiatische Markt natürlich stark zuwächsig ist. Modin als solches ist spezialisiert auf das Temperaturmanagement von Systemen und Komponenten. Erstellt hochentwickelte Heizungs- und Kühlungskomponenten mit mehr als 2000 Patenten und liefert Produkte für leichte, mittelschwere, schwere Fahrzeuge, das ist so der Kernmarkt von Modin Europa, sowie auch stationäre, mobile Heizungs-, Belüftungs- und Klimatisierungsgeräte. Zu unseren Kunden, ich sage immer, beinhaltet eigentlich alles, was Rang und Namen hat, von Caterpillar, Fendt im Off-Highway-Bereich, über klassische Truck-Anwendungen. Wir hatten vorher einen Vortrag, also wir liefern beispielsweise das Hauptwasser, den Hauptwasserkühler für den Daimler Truck, für den Actros, sind auch vertreten bei Wettbewerbern, beispielsweise bei MAN, bis hin dann zu klassischen Automotive-Anwendungen oder Light Vehicle, wie wir den Markt nennen, für BMW, Daimler und auch Porsche. Hier nochmal ein paar Produkte im Überblick, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, mit was für Produkte wir es hier zu tun haben. Das heißt, die Kernkompetenz liegt hier nicht nur in der Auslegung, sondern auch in der Produktion dieser Produkte. Angefangen von sehr kleinen Komponenten, Ölkühlern, die in hohen Stückzahlen laufen, bis hin dann zu kompletten Modulen. Hier nur mal ein kleiner Auszug, die entsprechend dann auch teilweise als Frontend verbaut werden. Zu den Produkten gehören Kondensatoren, Ladeluftkühler, Ölkühler, also alles, was entsprechend mit dem Temperaturmanagement zu tun hat. Hier ein kleiner Überblick über den europäischen Markt. Das sind im Wesentlichen die Werke, für die ich verantwortlich bin. Und im Folgenden möchte ich auf das Werk in Neuenkirchen, wo auch unser Herr Wilfer als Werkleiter tätig ist, näher eingehen. Doch
Bevor wir zu dem Werk kommen, möchte ich zu unserer Vision kommen. Warum? Weil wir gelernt haben, und ich denke, das ist in der Zwischenzeit in aller Munde, aufgrund der zunehmenden Globalisierung, sind wir der Überzeugung, dass Schnelligkeit beim heutigen Wettbewerb überlebenswichtig und überlebensnotwendig ist. Wir haben uns als Vision auf die Fahnen geschrieben, das Unternehmen zu sein, das sich am schnellsten verbessert innerhalb von seiner Branche. Und um das entsprechend zu erreichen, wurde schon vor vielen Jahren unser MOS MBS, was eine Abkürzung für unser Modine Operating and Production System zu Deutsch, unser Modine Betriebs- und Produktionssystem darstellt. Wenn Sie mich fragen würden, Herr Munke, erklären Sie mir mal in einem Satz, um was bei MOS MBS geht, ist es genau dieser Satz. Das heißt, unser MOS MPS beschreibt die Art und Weise, wie Modine Prozessverbesserung betreibt. Durch ein kontinuierliches Lernen infolge von Übung und Engagement, und ich denke, das haben wir heute auch schon mehrfach angesprochen, soll das Überleben von Modine als ein unabhängiges Produktionsunternehmen sichergestellt werden. Doch das war nicht immer so. Wenn ich den Blick mal zurückwende, hatten wir im Jahr 2005 das Ziel oder den Treiber von Verbesserungsprojekten häufig auf klassischen Kosteneinsparungen ausgemacht. Der Fokus des Managements lag hier vielmehr auf der Implementierung von Projekten und die Verbesserungen wurden von einigen wenigen, in Klammer, hochqualifizierten Spezialisten getragen. Deshalb auch der Einstieg so gewählt, also wo ich zu Modine kam als KVP-Ingenieur, fand ich im Prinzip genau diesen Zustand vor. Diese Spezialisten bedienten sich häufig, wie auch heute angesprochen, dem Werkzeugkistenansatz. Es gibt tolle Tools, die aber ohne entsprechende Ausrichtung häufig umgesetzt wurden. Und damit möchte ich die Ziele ansprechen. Was wir sahen, waren, dass sich zwar die Kennzahlen verbesserten, aber nicht immer den nachhaltigen Erfolg zeigten. Wenn Sie mich fragen würden, Herr Munke, wie würden Sie das mal grafisch zusammenfassen, ähnlich wie diesen Satz in Bezug auf MOS MPS, würde ich Ihnen eine Grafik aufzeichnen, auf der Abszissenachse einfach mal die Zeit, auf der Ordinatenachse die Anzahl der Verbesserungen, vielleicht aber auch das Engagement der Mitarbeiter oder entsprechend auch die Prozessstabilität. Wir hatten schon damals Ziele, aber was wir sahen, durch den Einsatz einiger weniger Spezialisten konnten wir uns teilweise über die Maßen engagieren, verbessern, Prozesse stabilisieren. Aber wir sahen auch entsprechend negative Entwicklungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit, das heißt hier ein permanentes Auf und Ab. Mögliche Gründe. Zum Thema Werkzeuge, lag es an den Werkzeugen. Hier kann dazu gesagt werden, dass der Kontext der Verbesserungswerkzeuge, wie bereits angesprochen, häufig nicht hinreichend verstanden war. Wie stand es mit dem Engagement? Das heißt, durch den Einsatz Einzelner hatten wir immer viele Betroffene, so nach dem Thema, jetzt führen wir ein neues Projekt durch, große Begeisterung, aber sehr wenig Beteiligte, auch in Bezug auf die nachhaltige Einhaltung der neu geschaffenen Standards. Die Umsetzung von Projekten war viel mehr mit der Implementierung als mit dem wirklichen Verstehen verbunden. Und das zeigt ja auch interessanterweise eine Studie aus dem Jahr 2007, an der unter anderem auch Mike Roder beteiligt war, dass nur 2% der Firmen auch wirklich nachhaltig erfolgreich waren bei der Umsetzung von Lean-Programmen oder Lean-Projekten. Ähnliche Zustände hatten wir auch hier zum Zeitpunkt 2005 bei Modine, global. Und Frage nach dem Mindsetting, dem Ziel oder dem Antrieb, kann zusammengefasst werden, dass auch hier die richtige Denkweise nicht hinreichend in der Führungsebene verankert war. Wie konnte nun dieser Turnaround geschafft werden? Uns wurde ja nachgesagt, dass mir einer der Unternehmen sind, die eine Vorreiterposition haben bezüglich dieser Charta. Konkret beschäftigen wir uns seit knapp 8 Jahren mit der Verbesserungs- und Coaching-Charta. Und in den folgenden Folien möchte ich Ihnen einen Überblick geben, wie es eigentlich dazu kam. Die Änderung der Denkweise begann konkret im Jahr 2006 an der Spitze durch unseren damaligen und noch amtierenden CEO Tom Burke.
der entsprechend schon im Gedankenaustausch mit Mike Rother, also schon vor seiner Buchveröffentlichung stand und von diesen veränderten Denk- und Vorgehensweisen überzeugt wurde. Seine Vision war es, und das möchte ich durch das Bild auch entsprechend zum Ausdruck bringen, einen anderen Weg zu beschreiten, dies entsprechend in seinem Unternehmen zu leben. Die Führungskräfte sollten lernen, die neue Denkweise zu verstehen und sie praktisch anzuwenden. Und dies Denk- und Vorgehensweise sollte ein zusätzlicher, wichtiger Bestandteil unserer Führungskultur werden. Stand heute arbeitet MOS MPS mit den ganz klassischen drei Grundprinzipien. Erstens dem Verbesserungsansatz. Dieser identifiziert und treibt die Verbesserung unserer Prozesse, indem erstmal verstehen oder verstanden werden muss, analysiert werden muss, wie der Arbeitsprozess aktuell funktioniert und indem schnelle Verbesserung und Problemlösung im Fokus stehen. Dieser Verbesserungsansatz macht allerdings nur dann Sinn, wenn Sie ihn entsprechend mit Zielprozesszuständen kombinieren. Das heißt, diese Zielprozesszustände beschreiben, wie wir einen Prozess betreiben wollen. Und aufgrund der Erfahrung mit den einigen wenigen Prozessspezialisten kam hier noch der Mentoring-Ansatz mit dazu, welcher den Verbesserungsansatz führt und lehrt und somit Mitarbeiter zu Multiplikatoren macht. In Richtung von unserer Vision ist es hier unser Interesse, dies an allen Prozessen und mit allen Mitarbeitern umzusetzen. Und deshalb ist auch hier eine Kaskadierung unumgänglich. Auf den folgenden Folien möchte ich Ihnen nun einen konkreten Einblick geben in unser Werk in Neuenkirchen, welches seit 2001 spezialisiert ist auf die Edelstahl-AGR-Kühlerproduktion für PKW-Dieselmotoren. Es ist ein kleineres Werk mit knapp 5000 Quadratmeter Produktionsfläche, 130 Mitarbeiter, welche im Dreischichtbetrieb 5 Tage die Woche bis zu 1,1 Millionen AGRs pro Jahr produzieren. Zu den Kunden zählen hier Daimler, VW, VM Motori. Und wie Sie mit Sicherheit schon der Stückzahl entnommen haben, kommt hier ein automatisiertes One-Piece-Flow-Großserienverfahren zum Einsatz. Das allerdings aufgrund der Fügetechnik hier die Hochtemperatur-Vakuum-Lötprozesstechnik durchschnitten wird und hier die Teams vor einige Herausforderungen stellt. Sie sehen auch hier kleine Produkte, die hier relativ klein und einfach aussehen. Aufgrund der Anschlussmaße, die entsprechend im Zehntelbereich liegen, sind es aber hier hochkomplexe Produkte in entsprechender Stückzahl. Wie wurde entsprechend MOS MPS eingeführt bzw. Stand heute gelebt? Ähnlich zu der Vision, wie sie entsprechend unser CEO lebte und lebt, sind wir auch im Werk in Neuenkirchen so organisiert, dass der Werkleiter entsprechend für die Umsetzung verantwortlich ist. Das heißt, er sammelt selbst Erfahrungen am Prozess und deshalb kann es Ihnen auch gut passieren, wenn Sie keinen Termin haben bei ihm und entsprechend mal ins Werk Neuenkirchen kommen sollten, dass Sie den Werkleiter nicht im Büro treffen, sondern entsprechend in der Produktion an Prozessen. Denn nur dadurch ist er in der Lage, seine Erfahrungen in Bezug auf Produkt, Prozess, aber auch in Bezug auf die Mitarbeiterentwicklung an den Mitarbeiter weiterzugeben. Das funktioniert bei uns in einer Mentor-Mentee-Beziehung. Das heißt, es ist immer eine 1-zu-1-Beziehung in der direkten Organisation. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben die Erfahrung gemacht, in relativ ruhigen Fahrwassern funktioniert auch ein allgemeiner Coaching-Begriff. Das heißt, nach dem Motto überspitzt formuliert, jeder coacht jeden. Wenn allerdings mal Probleme einbrechen, Qualitätsthemen, Belieferungsthemen, reduziert sich jeder auf den eigenen Bereich. Und da haben wir gelernt, dass die Mentor-Mentee-Beziehung am allereffektivsten 1-zu-1 funktioniert. Die Aufgabe der Direct Reports zum Werkleiter, hier formuliert mit Staff, haben im Wesentlichen dieselben Aufgaben, nur entsprechend kaskadiert, um hiermit auch unsere Vision umzusetzen. Und die Aufgabe des Coaches, wie beispielsweise meiner Person für die Region Europa und in Summe unsere 8 Werke, inklusive der Verwaltungsaktivitäten, also auch hier sind wir tätig mit unserem Betriebssystem, werden unterstützt durch dezentrale Coaches, wie entsprechend hier den Herrn Wacker, der heute im Publikum sitzt, der in den Werken vor Ort ist und entsprechend auch meine Aufgabe vor Ort zu 100% übernimmt.
Die P-Teams, das ist eine Abkürzung für diese Produkt- und Prozess-Improvement-Teams, existieren für jede Produktfamilie und das ist eigentlich so die Kernzelle, wo die tägliche Prozessverbesserung umgesetzt wird. Sie sind interdisziplinär zusammengesetzt aus Qualität, Engineering, das heißt Technik und Produktion, haben diesbezüglich klare Prozessverantwortlichkeiten und jede Führungskraft, sowohl der Werkleiter als auch die Direct Reports, stehen in mindestens einer Mentor-Mentee-Beziehung. Die Aufgaben der P-Teams orientieren sich an einem Arbeitsstandard, den ich im Folgenden näher beschreiben möchte. Zu den täglichen Aufgaben gehören ein Monitoring und eine Analyse der operativen Verfügbarkeit, soll heißen, nicht dem Standard entsprechende Abläufe werden erfasst, dokumentiert und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Das beinhaltet auch das Anlagenumfeld und auch die Themen Arbeitssicherheit. Verantwortlich ist hierfür ein Mitarbeiter, ein zugeordneter Mitarbeiter aus der Produktion. Zweitens, Monitoring der Analyse, First Pass Yield, Effektiv und Schrott, soll heißen Auswirkungen unserer Prozesse auf die Produkte. Auch hier mit dem Fokus, nicht dem Standard entsprechende Abläufe festzustellen und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Unter dem ersten Punkt verstehen wir auch die klassischen Soll-Ist-Abgleiche, das heißt Stückzahl Soll, Ist und entsprechende Hindernisse daraus. Verantwortlich für den zweiten Punkt in Bezug auf unsere Kunden ist die Qualität und jetzt zur klassischen Prozessverbesserung, welche vor Ort durchgeführt wird. Hier werden ganz klassisch die 5 Fragen praktiziert, soll heißen, was ist der Prozess-Zielzustand? Zweite Frage, was ist der Prozess-Ist-Zustand? Was ist mein Hindernis, das mich in der Ist-Situation von meinem Ziel abhält? Vierte Frage, was ist der nächste Schritt? Und fünfte Frage, nicht, wie es häufig gemacht wird, und wann können wir sehen, wann es erledigt oder umgesetzt ist, sondern vielmehr, wann können wir uns gemeinsam anschauen, in der Produktion täglich, was wir daraus gelernt haben. Der Fokus soll hier auf den kleinen Schritten mit schneller Erfolgskontrolle liegen. Es wird ja auch Albert Einstein nachgesagt, dass er sich selber mal die Frage gestellt haben soll, warum denn in aller Welt so viele Leute Holz hacken. Und die Antwort war für ihn relativ schnell gefunden, mit der Antwort, dass man den Erfolg sofort sieht. Sprich, mit dem Beil auf den Holzklotz hacken, entweder er fährt auseinander oder nicht. Und das ist genau auch hier unser Ziel, in dem wir hier dran interessiert sind, in kleinen Schritten in Richtung von einem klaren Ziel auch den Erfolg sehen zu können. Nicht in Bezug auf die Resultate, das heißt die Kennzahlen, sondern in Bezug auf die Ausrichtung auf den definierten Prozess-Zielzustand. Verantwortlich ist auch hier wieder das gesamte Team auf täglicher Basis an den Prozessen. Zu den wöchentlichen Aufgaben gehören auch hier die Prozessverbesserung in Form von einem Offline-Meeting, das heißt im Besprechungsraum, mit der Verfolgung von den Maßnahmen, die auf täglicher Basis in der Produktion wenig Sinn machen. Das heißt, die Produktion kümmert sich um alle Themen, um kleine Schritte innerhalb von 24 Stunden. Dieses Team, dasselbe Team, kümmert sich hier um alles mit einer Abarbeitungszeit mittel- bzw. langfristig. Deshalb auch hier ein längerer Zeithorizont eingeplant. Zu den monatlichen Aktivitäten werden dann die einzelnen Prozessaktivitäten auf täglicher Basis zusammengeführt und entsprechend dann in dem Team, bestehend aus P-Teamleiter, MPS-Coach, auf monatlicher Basis in Form des Wertstroms zusammengefasst, wo entsprechend auch die Ziele definiert werden. Wichtig, was wir auch gelernt haben, ist, dass bei dem Auftreten einer der folgenden Situationen Sie Prioritäten ausgeben müssen. Das heißt, treten Arbeitsunfälle auf, Reklamationen oder sprunghafte Schrott- oder First-Pass-Yield-Entwicklungen, was immer mal sein kann in einem Großserienprozess oder auch von Zulieferprodukten, werden alle regulären Aktivitäten gestoppt, um die fokussierte Abarbeitung des Problems mit dem gesamten Team zu ermöglichen. Auf den folgenden 2 Folien möchte ich Ihnen eine Zusammenfassung geben, nicht als weisen, klugen Ratschlag, sondern einfach als Erfahrungsbericht, was an unserem Standort in Modin-Neuenkirchen hervorragend funktioniert hat und wo wir auch einfach gewisse Dinge weitergeben wollen, wo jeder für sich selber persönlich mal überlegen kann, trifft der Punkt zu, ja oder nein.
Punkt 1, entwickeln Sie ein tiefes Prozessverständnis durch Analysieren der Ist-Situation, bevor Sie damit beginnen, etwas zu verbessern. Hört sich trivial an, ist es auch, aber es minimiert das Risiko von überhasteten Aktivitäten und es stellt sicher, dass bestehende Abläufe berücksichtigt werden. Zweitens, richten Sie Ihr Team auf einen gemeinsamen Zielprozesszustand aus. Das schafft Klarheit, Einigkeit, das haben wir heute auch schon gehört, wie der Prozess betrieben werden soll. Wir verwenden dazu noch zusätzlich 4 Prozessattribute. Wir unterhalten uns grundsätzlich über die Mitarbeiter, grundsätzlich über den Ablauf, grundsätzlich über das Timing und grundsätzlich über Varianzen, um diese Prozesszielzustände klar und eindeutig zu beschreiben. Drittens, führen Sie Tätigkeiten an realen Prozessen vor Ort durch. Das ist auch ein Punkt, weshalb wir weniger auf Trainingskonzepte Wert legen, sondern wirklich an realen Prozessen zu arbeiten und entsprechende Auswirkungen direkt am Prozess zu sehen. Und fokussieren Sie sich auf kleine Verbesserungsschritte mit hoher Frequenz. Dadurch erreichen Sie den Erfolg und darüber wiederum die Motivation, sich schnell in Richtung des Zielzustands entwickeln zu wollen. Wir hatten es vorher von der intrinsischen Motivation. Das ist genau der Punkt, den wir damit ansprechen wollen. Fünftens, verwenden Sie erreichbare Zielprozesszustände. Sie sehen jetzt hier mal aus einer anderen Region, das kommt aus unserer Region von Asien, die klassische Vorgehensweise Richtung Idealzustand, Richtung TPC, CPC und die nächsten Schritte. Was wir damit erreichen wollen, ist auch mal zurückzublicken und entsprechend die Erfolge zu würdigen. Lernen Sie Arbeitsstandards anders zu nutzen, das heißt nicht nur, um Fragen der Auditoren zu beantworten, sondern sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu fokussieren und sie auch als Werkzeug, um zu lernen, zu nutzen. Und wenn ich Stand heute mal die Kurve zeichnen würde, haben wir mit Sicherheit höhere Ansprüche in Bezug auf unsere Ideallinie. Durch die Umsetzung der definierten Standards sind wir aber Stand heute in der Lage, wesentlich weniger Engagementverluste, Prozessstabilitätsverluste oder auch die Anzahl der Verbesserungen sicherzustellen. Und da ist das Thema Arbeitsstandard ein ganz, ganz hilfreiches, wichtiges Werkzeug. Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, machen Sie sie zu Multiplikatoren und vergessen Sie eines nicht, es wird immer hier ideal dargestellt, Rückschläge geben, wie es im Englischen so schön heißt, the way to success is never giving up. Schließen möchte ich die Präsentation mit dem Originalzitat von unserem CEO Tom Berg, welches aus meiner Sicht die Verbesserungs- und Coaching-Charta hervorragend zusammenfasst und auch die Wirkzusammenhänge. Es geht nicht nur um den Prozess, sondern im Wesentlichen auch den Mensch, der im Mittelpunkt steht, wie folgt beschreibt: It's not a race, it's a commitment to learn through practice and engagement. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit. Schöne Weihnachten kann man, denke ich, noch nicht unbedingt wünschen oder auch einen guten Rutsch, aber auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung der Verbesserungs- und Coaching-Charta in Ihrem Unternehmen. Dankeschön. Applaus